Hey Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich bin Danny und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Das Video heute wird ganz tragisch werden. Für diesen wundervollen Bart habe ich, glaube ich, keine Ahnung, 4 oder 5 Monate gewartet. Ich habe ihn gewaschen, ich habe ihn gebürstet, ich habe ihn geölt, ich habe ihn gewachst. Ich war mit ihm beim Barber. Ich habe für diesen Bart so viel getan und jetzt ist es soweit. Ich werde mich von meinem heißgeliebten Bart wieder verabschieden. Warum, weiß ich eigentlich gar nicht so genau. Ich bin heute Morgen aufgewacht und dachte mir, eigentlich brauche ich ihn ja gar nicht mehr. Wenn ihr sehen wollt, wie ich nach dieser radikalen Entscheidung aussehe, schaut euch einfach das Video an und bleibt dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Los! Dieser Bart, ich bin ganz ehrlich zu euch, ich habe ihn wirklich lieben gelernt. Irgendwie klar, auf Dauer hat es auch ein bisschen genervt, aber es war halt einfach cool, diesen Bart zu haben. Es war so, ja, weiß ich nicht, ich habe mich jetzt dadurch nicht männlicher gefühlt, aber man hatte halt einfach immer was zum Rumspielen, immer was zum Zwirbeln. So im Alltag ist so ein Bart trotzdem etwas anstrengend, weiß ich nicht. Man merkt halt irgendwie, dass das Gesicht schneller trocken ist, dass sich da auch mal was drin verfangen kann und man hat immer irgendwie so eine nervöse Zuckung, in sich in diesem Bart rumzuspielen und das von alles in der Sachen, die mir nicht so gefallen haben. Und ich bin ganz ehrlich zu euch, ich habe letztens so ein paar alte Videos von mir gesehen und da dachte ich mir, Mensch, so mit ganz kurzem Bart sah es eigentlich auch ganz gut aus. Und es ist ja auch eine Entscheidung, die ich jederzeit wieder rufen kann. So ein Bart wächst ja, wisst ihr. Deswegen ist es jetzt soweit, ich nehme euch jetzt mit ins Badezimmer und ich werde mir mein Bart abrasieren. Oh mein Gott. Bitte halten wir kurz eine Gedenkminute für meinen Bart. Die besten Momente. So Leute, eigentlich wollte ich mit euch ins Badezimmer gehen, aber da habe ich gemerkt, dass mit dem Kamerawinkel es nicht so gut funktioniert und die Belichtung war ziemlich kacke. Deswegen bin ich wieder zurück ins Wohnzimmer gegangen und ich stelle euch jetzt den besten Rasierer für den Mann vor. Das ist der Philips OneBlade. Der kostet gerade mal 50 Euro und ich habe schon mal in einem Video gesagt, dass ich persönlich keinen besseren Rasierer mir vorstellen kann, weil dieser Rasierer, der ist so einfach zur Hand haben und so genau. Ich bin halt wirklich der Meinung, dass dieser Rasierer genauso gut wie ein Nassrasierer rasiert, ohne irgendwelche Hautirritation. Das ist das, was ich so cool finde. Das erste, was ich mache, bevor ich meinen Bart abrasiere, ist, dass ich erstmal meine Konturen nachrasiere. Nachdem ich das gemacht habe, ist der Bart dran. Hierzu setze ich einfach den mitgelieferten Aufsatz auf, wo ich verschiedene Einstellmöglichkeiten habe von 0,5 bis 9. Und ich weiß, dass früher meine Standardlänge immer 7 war und ich werde auch die 7 wieder einstellen. Hört das Geräusch. Das Geräusch ist das Geräusch, was mir jetzt mein Bart kaputt machen wird. Man setzt eigentlich ganz einfach den Aufsatz auf, lässt es einschnappen, setzt einen Rasierer an und los. Leb wohl, Bart. Er ist ab. Oh mein Gott. Ich fühle mich so hässlich. Ich meine, ich bin so jahrelang rumgelaufen, aber es ist so ungewohnt, wenn man auf einmal so ein großes Gesicht hat. Oh mein Gott, guckt mal, wie ich aussehe. Es tut mir leid, dass ich euch den gesamten Rasiervorgang nicht zeigen konnte. Das lag einfach daran, ihr habt es ja gemerkt, es war so viel Bart und es hat so lange gedauert. Länger als ich dachte, deswegen habe ich das alles dann doch ins Badezimmer umgelagert. Aber so ist das fertige Ergebnis und so sehe ich quasi wieder mit einem gepflegten 3-Tage-Bart aus. Aber es ist so ungewohnt. Oh mein Gott, ich sterbe. Ich habe meinen Freund angerufen und ihm das gezeigt. Er meinte, ich sehe total süß und jünger aus, aber ich fühle mich so unattraktiv. Ich glaube, dass das Gefühl wieder verschwinden wird, denn es ist ja nicht das erste Mal, dass ich diesen Bart so kurz trage und es ist erstmal eine Gewohnheitssache. Aber ich finde, seitdem mein Bart weg ist, habe ich erstmal ein totales kurze Kinn und voll die große Nase. Ich sehe aus wie Quasimodo. Also ich denke mal, dass ich den Bart wieder wachsen lassen werde, aber ich bin trotzdem froh, dass ich es jetzt gemacht habe und der endlich ab ist. Auf jeden Fall, wenn du Interesse hast, diesen krassen Rasierer auch mal auszuprobieren, ich habe ihn unten verlinkt, den könnt ihr direkt bei Amazon bestellen und wenn ihr diesen Rasierer über den Link bestellt, dann verdiene ich sogar noch was dran, also minimal vielleicht ein paar Cents, aber unterstützt eure Lieblings-YouTuber einfach. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn du mein Video abonnierst, das kannst du nämlich hier unten tun und dann kannst du dann eben gleich die Glocke aktivieren und dann werdet ihr immer darüber informiert, wenn es neue Videos von mir gibt.
mein Gott, ich kann das doch gar nicht glauben, dass ich das wirklich getan habe. Es fühlt sich so anders an. Ich kann nicht mehr rumzwirbeln. Ich bin so nackt. Wer wird denn darüber informiert, wenn es neue Videos von mir gibt? Ich würde mich definitiv freuen, wenn du Teil meiner Community wirst und wir uns öfter sehen, denn ich lade bis zu 3-mal in der Woche hoch. Eigentlich sind das immer 3 Videos die Woche. Und ich würde mich freuen, wenn du mich und meinen Freund weiterhin begleitest, denn wir beide stehen oft vor der Kamera und es macht uns ja schon eine Menge Spaß. Du kannst mir auf jeden Fall mal schreiben, wie du diesen fertigen Bartlook findest oder ob du lieber magst Danny mit langem Bart oder Danny mit kurzem Bart. Das würde mich noch interessieren. Haut rein. Tschüss. Bye.